Geschafft. Dieser verdammte Schweinepriester! Hab ich dich. Du kannst wegrennen! Aber du wirst mir nicht entkommen! Hey, Süßer! Tu dir selbst einen Gefallen und geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Hey, Kleine. An deiner Stelle wäre ich vorsichtiger, wen ich hier bedrohe. Ha! Du willst spielen? Dann lass uns spielen! Komm her! Ah!
Halt, warte! Ganz ruhig. Ich bin mir sicher, wir können uns einigen. Mein Name ist übrigens Leonie. Und mit wem habe ich die Freude? Lasst uns erstmal sehen, ob ihr die Wahrheit gesagt habt, bevor wir das hier weiter vertiefen. Du darfst das nicht persönlich nehmen. Die Leute hier mögen keine Fremden, erst recht nicht, wenn sie aus dem Levora-Tal kommen. Allerdings, ein Lächeln könnte nicht schaden. Ein Lächeln? Lass uns weitergehen, Süßer. Die Nordhöhle ist nicht weit von hier. Hey, ist bei dir alles in Ordnung? Ja, alles okay. Es geht schon wieder. Warum haben sie dich rausgeschmissen? Wolltest du etwa die Wucherpreise für Edgars scheußliches Bier nicht bezahlen? Nein, das war nicht der Grund. Wobei dieses Gebräu wirklich scheiße schmeckt. Oh, bitte entschuldigt die Unhöflichkeit. Ich sollte mich zuerst vorstellen. Mein Name ist Toni und ich bin Archivar der großen Bibliothek in Hypergus. Um zu verstehen, wie es zu den Schlachten der Säuberung gekommen ist, muss man die Vorgeschichte dazu kennen.
Alles begann, als Ulrich, damals noch bekannt als wahrer Meister seines Handwerks der Ruinenherstellung, nach Stelfia reiste, um dort dem großen Karol einen Handel vorzuschlagen. Ulrich wollte seine Soldaten studieren. Ihr müsst wissen, dass Karols Armee nur aus Saltas bestand, also aus Menschen, die Magie wirken können. Ulrich wollte ihre Macht studieren, um mächtige Schutzrunen fertigen zu können, um damit das Leid der Levora-Talbevölkerung durch den Fluch die Strafe zur Nacht zu bekämpfen. Im Gegenzug sollte Karol riesige Mengen an seltenen Waren aus dem Levora-Tal erhalten. Und so kam es, dass Karol dem Handel zustimmte. Wie sich herausstellte, hatte dieses Abkommen nur Vorteile für beide Parteien. Ulrich konnte viele nützliche Erkenntnisse aus seinen Studien ziehen und Karol konnte sein Volk mit wertvollen Materialien versorgen. Und so entstand mit der Zeit eine Art Freundschaft zwischen Ulrich und Karol, die so weit ging, dass Karol Ulrich und seine Frau bei der nächsten Lieferung zu einem Essen in den Hintergrattempel einlud. So kam es zur schicksalhaften Nacht, die alles verändern sollte. Wie durch ein Wunder überlebte Ulrich dieses Attentat, aber für seine Frau kam jede Hilfe zu spät. Karol selbst war erschüttert von diesem Vorfall und setzte alles daran, diesen aufzuklären. Leider konnte man bis heute nicht in Erfahrung bringen, wer für diese Schandtat verantwortlich war. Um Ulrich sein Mitgefühl und seine Bestürzung zum Ausdruck zu bringen, entsandte Karol Botschafter ins Levora-Tal, doch von ihnen kehrte keiner zurück. Tage und Monate verstrichen, und während dieser Zeit gründete Ulrich die Lelos, eine Armee voller tapferer Soldaten und Soldatinnen, die alle eines gemeinsam haben. Sie alle sehen die Saltas als eine große Bedrohung für die Menschheit an. Schließlich fielen die Lelos ins Adlero-Massiv ein. Angeführt von Ulrich, der nach Rache für seine getötete Frau sann. Als Karol Ulrich und seine Lelos sah, wurde ihm klar, dass ihm keine andere Wahl blieb, als den Befehl zum Angriff zu geben. Niemand hätte jemals geglaubt, dass es möglich sei, Karols Armee zu besiegen. Aber die mächtigen Magieangriffe seiner Soldaten richteten kaum Schaden bei den Lelos an. Und so geschah das Unvorstellbare. Ulrich tötete Karol.
Durch den Tod Karols und der Überlegenheit der Lelus gingen auch die Schlacht am Gletschertempel und die Schlacht um Stelfia verloren. Das Adlero-Massiv wurde von Ulrich und seinen Lelus erobert. Nach seinem Triumph erließ Ulrich folgendes Gesetz. Jeder Salter im Adlero-Massiv birgt eine Gefahr für die Menschheit und wird somit zu einer lebenslangen Haft im Lelus-Gefängnis verurteilt. Deshalb wurden alle überlebenden Soldaten von Karols Armee ins Lelus-Gefängnis im Levoratal überführt. Und heute noch halten die Lelus Ausschau im Adlero-Massiv nach Saltas, um sie zu fangen und einzusperren. Somit wurden alle magiebegabten Menschen im Adlero-Massiv ausgetilgt und deshalb ging dieser Krieg unter dem Namen Schlachten der Säuberung ein. Die Tür ist magisch versiegelt. Ohne das richtige Artefakt kommen wir da nicht durch. Das sagte ich dir doch bereits. Na, vertraust du mir jetzt? Also gut. Du bist an der Reihe. Wo bekommen wir das Artefakt her? Nicht so schnell. Zuerst möchte ich deinen Namen erfahren. Ich kann dich schließlich nicht die ganze Zeit Süßer nennen. Mein Name ist Roman. Darf ich nun erfahren, woher wir das Artefakt bekommen? Natürlich, Roman. Ich weiß, dass die Bewohner von Pradel ein solches Artefakt besitzen. Hey, wohin willst du denn so schnell? Was glaubst du denn wohl, wohin ich will? Warum die Eile? Ich dachte, wir zwei lernen uns erst kennen. Jetzt haut ab und geht uns nicht auf die Nerven! Wir bitten euch, es ist eure Pflicht, uns zu helfen!
Für die Dorfbewohner ist es von großem Wert, am Hintergrattempel beten zu können. Ihr werdet doch nicht glauben, dass ich auch nur einen meiner Männer einer Gefahr aussetze. Nur damit ihr an eurem dämlichen Tempel eure Gebete sprechen könnt. Und jetzt sage ich es euch zum letzten Mal. Haut ab, oder ich verfrachte euch alle ins Lelos-Gefängnis. Kommt, Herbold. Es hat keinen Sinn. Sie werden uns nicht helfen. Ihr habt recht. Wir müssen jemand anderes finden, der uns hilft. Lasst uns gehen.